wenn es draußen kalt wird, dann entwachen in mir die Backgeister. Ich bin wohl eine eher mittelmäßige Bäckerin und das, obwohl mein Vater Konditormeister und meine Oma leidenschaftliche Torten- und Kuchenbäcker war. Immer wenn ich in den Sommerferien bei meiner Oma war, da staunte ich nicht schlecht, dass sie all ihre Rezepte im Kopf hatte. Und nur ganz, ganz selten holte sie aus einer Küchenschublade, versteckt hinter Schneebesen und Rührlöffeln, ein kleines Buch hervor und guckte nochmal nach. Später, als sie dann älter wurde und ich selber Kinder hatte, da überreichte sie mir ihr handgeschriebenes Koch- und Backbuch mit den Worten: Alexandra, halte es in Ehren. Das versprach ich ihr natürlich, aber auch bei uns zu Hause wanderte ihr Koch- und Backbuch zunächst in eine hintere Ecke unseres Bücherregals. Wenn es also nun draußen kalt geworden ist und die wohl vererbten Backgeister in mir erwachen, dann probiere ich am liebsten neue Rezepte aus. Manchmal gelingen die ganz gut und manchmal auch überhaupt nicht. So wie heute. Schwedentorte ist mir nicht gelungen, aber das macht nichts. Bei Weihnachtsplätzchen allerdings, da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Da hole ich doch Omas altes Backbuch lieber raus und werfe nochmal einen Blick rein, um zu gucken, wie das denn war. Was mich daran fasziniert ist, dass diese jahrzehntealten Rezepte auch heute noch Gültigkeit haben. Die Zeit heute ist nicht mehr, wie sie damals war, aber die richtigen Zutaten in der richtigen Menge, bei der richtigen Temperatur und Zeit in den Ofen geschoben, ergeben die leckersten Vanillekipferl, Kokosmakronen oder Engelsaugen. Ich glaube aber, ein weiterer Grund, warum ich in der Adventszeit so gerne Omas altes Back- und Kochbuch raushole, ist, dass ich mich gerne an meine Kindheit erinnere. Wie lange hat das bloß immer gedauert, bis endlich Weihnachten war? Und wie viele schöne, tolle Geschenke hat es immer gegeben. Und ein wunderschön geschmückter Tannenbaum brachte regelmäßig meine Augen zum Strahlen. Zugegeben, auch dieses Jahr fällt es mir wieder schwer, so richtig in Advents- und Weihnachtsstimmung zu kommen. Und auch durch dieses Haus klang schon des öfteren Mal der Satz: Mann, mir ist noch gar nicht nach Weihnachten zumute. Wie gerne würde ich auch dafür Omas Backbuch rausholen und unter Baby-Weihnachtsstimmung nachgucken, welche Zutaten benötigt werden. Aber ich glaube, ich werde wohl nichts finden. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht helfen dir diese Zutaten weiter. Suche das Licht im Dunkeln und im Schlechten das Gute. Versuche, das Besondere dieser Zeit wieder zu entdecken. Erkenne das Licht und den Frieden, der zu dir kommen will, und lasse das auch zu. Halte deine Augen und auch dein Herz offen und genieße diese Tage mit allen Sinnen. Denn der Segen in dieser Zeit, der ist auch ganz besonders für dich bestimmt. Friede sei mit dir.